Jülich hat sich im 19. Jahrhundert als Mittelzentrum für einen Einzugsbereich im Umkreis von etwa 10 Kilometer ungefähr das Gebiet des Kreises Jülich herausgebildet. Die Kölnstraße wurde zur längsten Einkaufsstraße hier um 1900 und später im Jahr 1938. Die Versorgung der Bevölkerung mit Artikeln des täglichen Bedarfs war auch in der Zwischenkriegszeit noch ortsnah geregelt. Neben der privaten Versorgung durch ihre Gärten konnten die Bewohner bei Bäckern, Metzgern, Krämern und in größeren Orten in Kolonialwarenläden einkaufen. Das galt auch für die Stadt Jülich. Für den periodischen und gehobenen Bedarf entwickelten sich in der Stadt Jülich viele Geschäfte mit breitem Sortiment für Haushaltswaren, Textilien, Bücher und Bürobedarf. Sie wuchsen mit der Einwohnerzahl und der Nachfrage in der Anzahl, der Größe und der Breite des Sortimentes. Durch die gestiegene Mobilität und die Vergleichsmöglichkeiten mit den benachbarten Großstädten, deren größere Textilgeschäfte auch in der Jülicher Tagespresse inserierten, gab es für den Jülicher Handel Druck zur Modernisierung und zur Spezialisierung. Die Geschäfte waren ursprünglich in den Wohnhäusern der Altstadt untergebracht. Diese wurden in der Zwischenkriegszeit mit neuen Eingängen und Schaufenstern umgebaut. Besonders in den 1930er Jahren wurde in die Ladeneinrichtung investiert, als die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stimmen schienen. In dieser Zeit bildeten sich auch Spezialgeschäfte für bestimmte Zielgruppen und Anwendungen heraus, für Sport, neue Technikanwendungen oder beispielsweise Kleidung für Kinder. Bei den Bombardierungen Jülichs im Herbst 1944 wurden 100% der Einzelhandelsbetriebe zerstört.